from the red corner, coming from Tykeen Aachen, 25 years old. His fight record, 8 wins, 2 losses, 1 draw. 81 kilograms, 183 centimeters. Isan Moray! Fighting from the blue corner, fighting for Ty Hollick's Hammer. 32 years, his fight record. 32 wins, 26 losses, 6 draws, 79 kilograms, 190 centimeters, Ivan Vitte! Evans Witte in der blauen Ecke gegen Isan Molay. Beide sehr, sehr erfahren. Dürfte ein richtig interessanter Fight werden. Man hat es gerade hier im Face-Off gesehen. Evans Witte ist ein gutes Stück größer und wird hier seine Reichweite ausnutzen wollen. Er hat sehr lange Arme. Bin ich mal gespannt, ob er das schafft, auch für sich zu nutzen. Molay eröffnet direkt mal mit 2 Kicks. Aber abgefangen und Sweep von Witte. Schöne Aktion jetzt hier von Molay. Und nochmal, schöner Sweep. Witte immer wieder hier mit harten Kicks auf die Beine. Guter Frontkick von Evans Witte. Schöner Highkick von Molay. Bin ein bisschen überrascht, dass Evans Witte hier nicht versucht, über den Jab zu arbeiten. Molay bewegt seinen Oberkörper relativ viel, der Kopf geht immer wieder nach links und rechts. Das macht es natürlich schwer für jemanden dann mit dem Jab oder generell mit Fäusten zu arbeiten, weil der Kopf ständig in Bewegung ist vom Gegner. Jetzt steht er noch mal ein bisschen mehr still. Das wäre jetzt eigentlich genau der Zeitpunkt, wo Evans anfangen sollte, den Jab auszupacken. Steht eigentlich genau richtig, so von der Distanz her. Kann man mal ganz gut durch mit der Faust, der Evans Witte. Aber Isan Molay unbeeindruckt. Ja, 1-2 von Molay und genau das ist es, was ich mir eigentlich von Evans Witte wünschen würde. Lange Hände, Jab Punch. Und dann vielleicht mit einem Kick abschließen. Und Molay zeigt, wie es richtig geht. Guter Punch von Molay. Ein guter Inside-Low-Kick von Evans Witte. Ja, die Runde würde ich tatsächlich Isan Molay geben. Evans Witte hat einfach zu wenig gemacht, um hier die Runde zu gewinnen. Und ich finde es wirklich schade, dass er seine Reichweite nicht ausnutzt. Ne? Er hat alle Tools eigentlich, die er braucht, um hier zum Erfolg zu kommen. Er hat lange Arme, lange Beine. Aber es gelingt ihm nicht, davon zu profitieren. Es gelingt ihm nicht, seine Vorteile oder seine körperlichen Vorteile effektiv auszunutzen. Und das, obwohl
Ihsan Molay jetzt nicht gerade ein Kämpfer ist, der wirklich schnurstracks nach vorne geht und versucht, die Distanz zu verkürzen und Evans bitte irgendwie in die Halbdistanz oder in den Infight zwingt, sondern Ihsan Molay bleibt ja draußen. Das ist eigentlich das, was Evans bitte rein körperlich in die Karten spielen sollte. Runde 2. Schöne, harte Aktion jetzt von beiden mit dem besseren Abschluss für Evans Witte. Überfallartige Aktion jetzt hier von Molay. Müsste aufpassen, dass er da nicht in Konter von Witte läuft. Aber nochmal gute Rechte von Molay. Da muss Witte aufpassen, darf er nicht zu viel von kassieren. Was in der ersten Runde für Molay gut funktioniert hat, was ich jetzt in der ersten Minute der zweiten Runde noch gar nicht gesehen habe, waren die Low Kicks. Da war mal einer. Und schon kommt Witte ihn stolpern. Molay setzt nach, aber konnte nicht profitieren. Guter Konter hier von Witte. Der muss ein bisschen mehr machen. Der muss mal jetzt wirklich anfangen, seine langen Hände auszupacken. Und Ihsan Molay ein bisschen mehr unter Druck setzen. Witte versucht hier ein bisschen zu viel auf Konter zu gehen. Und da ist natürlich dann immer die Gefahr groß, dass man nach Punkten das Ding dann doch verliert, weil man einfach von sich aus zu wenig Aktionen setzt und man dem Gegner so ein bisschen das Feld überlässt. Ihsan Molay hat jetzt die Hände relativ weit unten, unterhalb vom Kinn. Eigentlich jetzt genau die richtige Möglichkeit für Evans Witte den Jab auszupacken und hier ein bisschen mehr Druck zu machen. Stattdessen versucht er halt über die Außenbahn zu kommen. Nicht unbedingt die beste Waffe, um hier zum Erfolg zu kommen. Kommt hier nochmal ein Stolpern von dem Inside Low Kick, den Ihsan Molay getreten hat. Zweite Runde vorbei und für mich auch die zweite Runde zugunsten von Ihsan Molay. Jetzt würde ich gerne mal in die Ringecke von Evans Witte reinhören, um mal zu wissen, was er da gesagt bekommt. Muss auf jeden Fall jetzt wirklich Gas geben, wenn er in den Kampf kommen will. Ich denke, er liegt nach Punkten hinten. Die Erfahrung dazu sollte er auf jeden Fall haben. Er hat über 50 Kämpfe, der Evans Witte. Sollte also schon reichen, um zu wissen, dass er hier jetzt, oder wie er hier jetzt genug Druck machen kann, um den Kampf zu gewinnen. Letzte Runde. Geht sehr verhalten los für eine dritte Runde. Low Kick von Witte. Round Kick zum Körper als Antwort von Molay. Shh.
schöne Aktion hier von Molay, der blitzschnell nach vorne stürmt und mit geraden Händen zum Treffen kommt. Zu wenig von Witte. Der muss mehr machen, der muss Aktion bringen. Boah, schöne Treffer jetzt von Molay. Da hat Witte versucht, Druck zu machen und wurde heftig abgefangen von Esa Molay. Junge, pack doch den Jab aus. Das gibt's doch nicht. Ja, genau, nochmal den Jab. Ja, genau so. Das ist zu wenig, was Evans Witte hier zeigt. Da muss mehr kommen. Gute Rechte, schöne kurze Rechte von Evans Molay, Esan Molay. Ja, Esan Molay täte gut daran, den Druck weiter aufrechtzuerhalten. Hat die hier Evans Witte an den Ringseilen gestellt. Gute Maid-Bewegung von Esan Molay. Die einzelnen Aktionen von Evans Witte, die werden nicht ausreichen, um ihm hier den Sieg zu verschaffen. Da muss mehr Kombination schlagen. Und Esan Molay macht es hier aber ganz gut. Bringt den Druck zu Evans Witte, verkürzt die Distanz. Und kommt immer wieder ganz gut durch. Das war's von Esan Molay. Ganz gut geführter Kampf. Ich denke, er hat den Kampf auch gewonnen, auch wenn Evans Witte hier die Arme hebt und sich siegessicher gibt. Ich denke, es wird für Evans Witte hier heute nicht gereicht haben. Esan Molay, harter Fighter, gut nach vorne gegangen, viel Druck gemacht. In der ersten Runde sah es noch recht gut aus für Evans Witte, aber dann über weite Strecken des Kampfes hat Esan Molay für mich den deutlich besseren Eindruck gemacht. Hat mehr Druck gemacht, mehr Treffer gesetzt, vor allem auch gute Kombinationen geschlagen. Streckenweise gut mit der 1-2 durchgekommen. Und da hatte Evans Witte zum großen Teil des Kampfes einfach nicht die passende Antwort. Respect. Winner by split decision comes from the blue corner. Oh, Split Decision für Evans Witte habe ich absolut anders gesehen, aber ich bin keiner der Punktrichter hier am Ring. Ja. Gut, Sieger nach Punkten, Evans Witte. Kann ich auch verstehen, dass Esan Molay da enttäuscht ist. Ja. So ist es im Kampf geschehen. Der einzige sichere Sieg ist ein K.O.-Sieg.